Sorge um Norbert Rier. Der Frontmann der Kastelroter Spatzen war kurzfristig nicht in der MDR-Show Riverboat erschienen. Über den genauen Grund gab es zunächst Verwirrung. Moderatorin Kim Fischer sprach von einer Erkrankung, die Spatzen auf Social Media dagegen von einem terminlichen Missverständnis. Doch nun gab der Volksmusiker höchstpersönlich via Facebook den wahren Grund bekannt. Norbert Rier wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Mittlerweile befinde ich mich zu Hause in Quarantäne und fühle mich eigentlich recht gut. Ich habe so leichte grippeähnliche Symptome, aber ansonsten passt alles. Der 60-Jährige bleibt also optimistisch und hatte für seine treuen Anhänger sogar ein paar nette Tipps parat. Für jede Menge gute Unterhaltung können sich die Fans mit ein paar schönen Spatzenvideos die Zeit vertreiben. Außerdem riet der Südtiroler weiter, dass man trotz allem positiv denken soll. Die unzähligen Follower der Kastelroter Spatzen kommentierten bereits das Video von Norbert Rier. So schrieb eine Anhängerin geschockt: "Oh nein, hoffentlich verläuft alles gut und ihr seid bald wieder gesund. Wichtig ist nur nach der Genesung nochmal zum Arzt zu gehen, damit keine unerwarteten Spätfolgen auftreten. Alles Gute und gute Besserung." Ein anderer Spatzenfan fand besonders Norberts Einstellung bewundernswert und schrieb unter anderem: "Behalte auch du die positive Einstellung, die du uns in der Botschaft weitergibst. Wir drücken die Daumen für einen leichten Verlauf und wünschen dir gute Besserung. Wir sind uns sicher, die Kastelroter Spatzen werden ihre Anhänger sicher auf dem Laufenden halten."